Und vor der schönen Kulisse der Theodor Heusbrücke in Mainz am Rhein begrüße ich die Medienpolitikerin der Grünen, Tabea Rösner. Guten Tag. Ja, guten Tag. Frau Rösner, gestern haben wir die Ministerpräsidenten der Länder, und zwar parteiübergreifend, deutlich gemacht, dass sie bei den Reformplänen der öffentlich-rechtlichen Nachbesserungsbedarf sehen. Offenbar geht es den Länderchefs um noch weiterreichende Einsparungen. Teilen Sie deren Sicht? Also ich finde, die Diskussion ist so ein bisschen von hinten aufge... Zäumt. Äh, ähm, wir haben einen Öffentlich-Rechtlichen, der reformiert werden muss. Wir haben ein anderes Medienkonsumverhalten. Wir haben ein Internet. Ähm, und in diesem Internet muss sich der Öffentlich-Rechtliche auch entwickeln können. Und äh, deshalb müssen wir eine breite Diskussion darüber führen, was der Auftrag der öffentlich-rechtlichen Sender zukünftig sein soll. Haben Sie, und Sie denn eine in Antwort auf Zuge die Frage, Frau Rösner, haben Sie eine Antwort auf die Frage, was denn sozusagen der Auftrag des öffentlich Rechtlichen im 21. Jahrhundert sein soll, vor allem auch in Zeiten der Digitalisierung. Naja, er muss natürlich Informationen bieten und er muss die Grundversorgung äh, gewährleisten. Aber wir haben natürlich im Internet ganz viele andere Player und deshalb muss man das abstimmen. Ähm, ich wünsche mir gute äh, Recherche, gute investigative Recherche, äh, Themen, die ähm, andere nicht aufgreifen, weil sie aus ähm, privatwirtschaftlichen Gründen eben nicht so eine Quote bringen. Also, wir haben ein duales äh, System und das muss aufeinander abgestimmt sein, damit alle auch ihre. Platz finden, aber der öffentlich-rechtliche hat eben einen gesellschaftlichen Auftrag, er hat Auftrag für Integration und dafür muss er eben im Internet auch die Möglichkeit mhm. haben, sich zu entwickeln. Das hat das Bundesverfassungsgericht beispielsweise auch ähm, vorgesehen oder äh, in seinem Urteil immer wieder bekräftigt und deshalb würde ich mir wünschen, dass wir stärker über den Auftrag erstmal diskutieren und dann eine Reform anstoßen, die genau diesen Auftrag dann auch mhm. ähm, umsetzen kann. Ja, zu den anderen Playern, von denen Sie gerade schon sprachen, gehören natürlich Presseverlage, denen die öffentlich-rechtliche Konkurrenz im Netz nicht behagt und deren Internetangebote Sie am liebsten in Ketten legen würden. Wie könnte denn da ein vernünftiger Ausgleich aussehen, also zwischen den ökonomischen Notwendigkeiten der privaten Verlage auf der einen Seite und aber auch dem berechtigten Interesse von ARD und ZDF, natürlich auch digitale Verbreitungswege zu nutzen? Also, ich finde den Streit zwischen den Presseverlegern und den Öffentlich-Rechtlichen äh, nicht ganz richtig, weil äh, die, die Player, die eigentlich äh, die Bedrohung im Internet sind, das sind andere. Ja, das sind Googles dieser Welt, die eine unheimliche Marktmacht haben und die auch eine Meinungsmacht haben und die Inhalte eben verbreiten, ohne dass sie dafür zahlen, sondern ihre Geschäftsmodelle darauf basieren. Ähm, und deshalb. Äh, ist die Diskussion, finde ich, ein mhm. bisschen schräg. Also Qualitätsjournalismus muss man insgesamt finanzieren, das kostet Geld. Und ähm, das muss man, glaube ich, auch in der Öffentlichkeit immer wieder einfordern, weil das für, für nichts kommt nichts. Ja. Ja? Und äh, deshalb muss man die richtig ausstatten. Aber das Problem ist, dass die Geschäftsmodelle im Internet eben alle noch nicht so richtig funktionieren. Der Öffentlich-Rechtliche hat aber einen anderen Auftrag als Privatwirtschaftliche, nämlich ähm, er ist verpflichtet zur Neutralität. Ähm, er, ist, äh, er muss Binnenvielfalt gewährleisten, beispielsweise. Also unterschiedliche Meinungen zu Wort kommen lassen. Dazu sind zum Beispiel die privatwirtschaftlichen ähm, eben nicht verpflichtet und ähm, deshalb hat der öffentlich-rechtliche eine ganz hohe Verantwortung. Und wir sollten, glaube ich, eine größere öffentliche Debatte darüber führen, was eigentlich der öffentlich-rechtliche für uns äh, ein, 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 gutes, ein, ein Gut ist sozusagen, also was wir an ihm haben, wie wir ihn weiterentwickeln wollen. Und natürlich sollen Angebote, die schon mal bezahlt wurden, im Internet auch länger zur Verfügung stehen. Darüber wird ja im Moment auch diskutiert, ob das möglich ist. Und natürlich ähm, ist dann die Frage, wie viel Textanteil beispielsweise die öffentlich-rechtlichen haben sollten. Darüber kann man, glaube ich, insgesamt diskutieren. Aber an der Tagesschau-App das alleine ähm, aufzumachen, Finde ich dann doch ein bisschen sehr begrenzt. Frau Rösner, öffentlich-rechtliche wie private Medien teilen ja zumindest ein Schicksal, nämlich dass ihre Glaubwürdigkeit massiv gelitten hat, dass sie populistischen Anfeindungen ausgesetzt sind, dass ihnen unterstellt wird, sie wären nur Befehlsempfänger höherer Mächte. Bitte um eine kurze Antwort. Wie lässt sich denn da Vertrauen in nächster Zeit zurückgewinnen? Ja, dieses Vertrauen ähm, ist wichtig, äh, weil nur dann hat man auch eine Legitimation für den Öffentlich-Rechtlichen. Da ist es aber auch nicht hilfreich, wenn der oberste Lobbyist, der Presseverleger von Staatspresse oder Staatsfernsehen redet. Ähm, ich glaube, wichtig ist, dass äh, die Themen breit aufgestellt sind, dass es gute ähm, Angebote gibt, die ähm, viel Informationen bieten. Und ähm, man kann natürlich darüber streiten, ob zum Beispiel eine tägliche Talkshow, tatsächlich viel Informationen bietet oder ob man nicht stärker auch auf Dokumentation ähm, gucken sollte, Dokumentation auch zu guten Sendezeiten senden sollte. Weil Talkshows zum Beispiel ist mehr eine Unterhaltung, als dass es wirklich Informationen gibt. Und wenn dann immer noch die gleichen äh, Gäste eingeladen werden, dann finde ich das auch sehr begrenzt. Also der Öffentlich-Rechtliche muss auch selbstkritisch mit sich umgehen. Da, wo er Fehler macht, beispielsweise, muss er diese Fehler auch eingestehen. Ähm, Gerade im Netz beispielsweise haben wir ja die Diskussion um falsche, ähm, ja, um Fake News, nennt man sie ja heute. Und äh, da kann der Öffentlich-Rechtliche beispielsweise auch ein Korrektiv sein. Diese ähm, falschen hm. äh, Nachrichten aufdecken. Ähm, also das ist etwas, was die Stärke des Öffentlich-Rechtlichen sein kann und sein sollte in der Zukunft. Vertrauen zu gewinnen braucht wie immer und überall im Leben einen langen Atem. Frau Rösner, ich danke Ihnen für dieses Gespräch und Grüße nach Mainz. Ich danke Ihnen.